Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tormented Souls Part 3 inzwischen. Ja, auch diese Folge wird wieder von mir nachkommentiert, also nicht wundern, falls ich nicht so ganz lippensynchron sprechen sollte. Ja genau, die Nägel noch mitnehmen hier, die brauchen wir, die Munition, ne? Denn man weiß ja nie, was hinter der nächsten Ecke alles so lauert. Ja, von dem geht hier zumindest keine Gefahr mehr aus, ne? Dem Gesellen. Den haben wir uns entledigt. Dem Guten. Hier renne ich erstmal wie so ein kopfloses Huhn durch die Gegend, keine Ahnung. Ja, ich habe immer Angst, dass ich irgendwas vergessen habe, irgendwas liegen habe lassen. Aber hier scheint nichts weiter zu sein. Boah, kann so gut weitergehen. Na, ich habe mich erstmal dazu entschlossen, außen rum zu gehen. Da sitzt wieder diese gruselige Puppe. Ah, die ist auch so ein Element, was immer wieder auftritt. Ein Rohr mit angebrachtem Griff. Riecht nach Schwefel. Ja, das ist auch irgendwas, was wir als Waffe verwenden können oder für eine Waffe. Habe ich jetzt hier nicht gesehen, weil ich mich selbst verdeckt habe. Da. Ja. Oder mir selber das Blickfeld zugedeckt habe in dem Moment. Vielleicht werde ich mich noch, na, habe ich ja in der letzten Folge, glaube ich, schon gesagt, mal auf die andere Seite demnächst mal platzieren. Ja, das Inventar, glaube ich, das kann man auch nicht anders einstellen, dass es auf der anderen Seite erscheint. Joa. Macht vielleicht Sinn, ne? Okay, und alte Münzfernsprecher. Aber sonst scheint da nichts weiter zu sein. Ja, hier sah es so aus zunächst. Der Schrank, weil die Schranktür leicht geöffnet war. Beziehungsweise schon fast aus den Angeln fällt. Genau, gehen wir mal da rein. Mal sehen, was da so ist. Öffentliche Toilette oder was stand da? Öffentliches WC. Oh oh. Problem. Genau. Ja. Ohne Licht kann ich auch nicht kämpfen. Beziehungsweise die Caroline. Da ist sie gänzlich auch kampfunfähig, handlungsunfähig. Was auch ganz gut so Angst widerspiegelt, ne, oder die Umstände von Angst. Menschen reagieren auf Angst unterschiedlich, ne, auf Adrenalinausschüttung. Manch einer wird aktiv, viele werden nicht aktiv, die sind erstmal wie paralysiert. Und diese Paralyse soll das hier so ein bisschen versinnbildlichen. Und diese Adrenalinausschüttung kommt natürlich explosionsartig, ne, geht das ins Blut. Und damit muss man dann erstmal fertig werden, ne, sprich die Psyche. Ja. Mal die Waffe nachladen, ne? Wäre keine schlechte Idee. Nach jedem Gegner, den man dann besiegt hat, möglichst, damit die Waffe auch voll ist. Wurde erstmal Licht angemacht. Und das war am Anfang noch aus. Also darauf sollte man erstmal achten. Genau, ist ein relativ harmloser Gegner. Die halten denn, nachdem sie dann zusammengesackt sind, noch zwei Treffer aus mit der Crowbar. Und dann ist man sie ein für alle Mal los. So hoffe ich doch zumindest. Also auf jeden Fall bleiben die Gegner dauerhaft liegen. Das ist mir hier schon aufgefallen an der Stelle. Es ist auch wieder sehr dunkel, aber da ist ein neuer Tagebucheintrag. Eines Nachts kam Großvater Noah in unser Zimmer. Er wurde von zwei Fremden begleitet, die Lederanzüge trugen, die sie vollkommen einhüllten. Sie legten ihre stinkenden Lederhände auf unsere Gesichter und erstickten unsere Schreie. Wir konnten kaum atmen. Eieiei. Das ist alles zu unterschiedlichen Zeiten passiert. Das ist in den 80er Jahren, zu Anfang der 80er Jahre. Sie brachten uns an irgendeinen unterirdischen Ort und schnallten uns auf seltsame, kreuzförmige Metallbetten. Unsere Hände und Füße wurden mit Metallbändern gefesselt. Eine Gruppe Leute in Anzügen umringte uns. Alle waren sie in dasselbe Material gehüllt und alle hielten riesige Hämmer. Genau, das ist dieses komische Ritual. Stand Großvater und beobachtete alles. Er trug keinen Anzug, aber allein sein Blick versetzte mich in Angst und Schrecken. Er kam näher und lachte. Meine lieben Enkelinnen, sagte er, die Zwillinge vielleicht wieder. Die Zeit ist gekommen, endlich euer Schicksal zu erfüllen. Emma konnte nicht aufhören zu weinen. Sie flehte ihn an, uns gehen zu lassen, aber er ging hinüber zur Tür und befahl den Männern, uns für das Ritual bereit zu machen. Ups, sehr viel Text. Alle verschließen den
Nee, alle verließen den Raum, bis auf einen Mann im Anzug. Er ging gebückt und langsamer als die anderen. Er roch auch schlimmer. Ein Geruch von Abwasser. Er kam mit einem Tablett zu uns, darauf kleine Gefäße aus Metall. Sie waren mit Flüssigkeiten und aromatischen Ölen gefüllt. Er fing an, meine Bluse aufzuknöpfen, als Mutter plötzlich in den Raum kam und ihn mit einer Metallstange schlug. Er fiel zu Boden. Richtig so. Sie eilte zu uns, um uns zu befreien, aber der Mann rappelte sich auf und hob hinter Mutters Rücken ein Messer. Ich wollte ihr etwas zuschreien, aber ich konnte mich kaum bewegen. Genau in diesem Moment streckte ihn ein Schuss nieder. Ein anderer Mann, ebenfalls in einem Anzug, hatte ihn vom Eingang aus erschossen. Oh Gott, wie dramatisch. Da ging es ja richtig ab. Er kam mit erhobenen Armen zu uns und nahm den Teil des Anzugs ab, der seinen Kopf bedeckt hatte. Es war unser Großvater Bertram. Beunruhigt fragte er Mutter, was sie hier unten ohne einen Anzug machte. Sie sagte, sie wäre gekommen, um uns zu retten. Großvater sagte ihr, sie sollte uns zur Oberfläche und dann zum Hafen bringen, wo jemand mit einem kleinen Fischerboot auf uns warten würde. Also die Flucht war schon geplant ursprünglich, aber scheinbar ist sie nicht ganz geglückt, ne? Wie es den Anschein hat, sonst würden die ja nicht noch um Hilfe rufen, die beiden. Ah, ich habe ja so langsam so einen Verdacht, ne, in welche Richtung die Story geht. Weil die Zwillinge sie ja quasi mit dieser Nachricht mehr oder weniger aufgefordert haben. Zu kommen. Also lass uns doch hier nicht so nach dem Motto verrotten, sondern hilf uns. War so eine Art Hilfeschrei, ne, der damit einherging. Also vielleicht, ja, wie gesagt, Zwillingsforschung, ne, stand ja so im Raum. Dass das da irgendwie mit der Story verwoben ist. Vermute ich nach wie vor. Und ja, vielleicht, wie gesagt, ist Caroline auch ein Zwilling. Ne? Vermute ich mal ganz stark. Und die andere, ihre Schwester quasi, die war schon vor ihr da. Ne? Was damit natürlich, oder was sich darauf zurückzuführen lässt, dass der Pfarrer eben schon mal so eine junge Frau gesehen hat, die genauso aussah, ne? Hat er gemeint. Also gehe ich mal davon aus, dass ihre Schwester vielleicht vor ihr da waren. Wer weiß, was mit der passiert ist, ne? Vielleicht müssen wir dem auch... Und sie weiß es noch nicht mal, vielleicht. Ne? Sie hat vielleicht gar keine Kenntnis von dieser anderen jungen Frau. Die wissen vielleicht gar nicht, dass sie Geschwister sind. Beziehungsweise wissen überhaupt nichts voneinander. Hier sieht es fast aus wie ein Rapture, ne? Als ob der Hintergrund so ein Unterwasser wäre. Genau, das ist diese Statue, na, ist mir aufgefallen, Nymphe, die ihre Sandalen anzieht, aufschnürt sogar, ja, auszieht also, von John Gibson. Ah, ja, da dachte ich erst, ja, irgendwas muss man doch hier machen können, kann man auch noch, ja, Spoiler, auf jeden Fall kann man da noch was machen mit dieser Statue. Ich weiß gar nicht, ob ich das in dieser Folge gemacht habe oder in der nächsten Folge, wie gesagt, die nächsten Folgen sind dann alle wieder live. Da werde ich auch wieder darauf achten, dass mein Rechner sich nicht wieder verselbstständigt und irgendwelche anderen Tonspuren versucht abzugreifen, die es gar nicht gibt. Ja. Weil wie gesagt, mein Mikro habe ich eigentlich, zumindest mein Kameramikro habe ich ausgestellt. Also da hat es dann keinen Sinn. Und selbst dann, wenn es an wäre, wäre der Ton wahrscheinlich nicht so berauschend. Weil das Mikro von mir relativ weit entfernt ist. Ja, da dachte ich zunächst, genau, wieder das zentrale Thema, ne, das Omnipräsente, die Zwillinge. Diesmal in Engelsform. Ein Zwilling tröstet den anderen. Na. Und diese Emma und Anna, oder wie die hießen, ne? Es sind ja die beiden Zwillinge. Beiden Zwillinge, klar. Zwillinge sind immer zu zweit, ne? Das wäre doppelt gemoppelt. Ein Pleonasmus, wie man so sagt. Ja. Also ich nehme mal an, dieses eine Zwillingspaar. Also die waren vielleicht gemeinsam irgendwie gefangen. Also Caroline, ihre Schwester und diese anderen beiden, ne? Und den beiden ist vielleicht irgendwie die Flucht gelungen, keine Ahnung. Aber es ist natürlich seltsam, dass sie sich an nichts erinnern kann, ne? Caroline. Aber
Aber gut, vielleicht wohnen hier irgendwelche... Na, ich bin auch gespannt, wie das Spiel das erklären wird, diesen Umstand. Also ich vermute fast, die Story geht so in diese Richtung, ne? Die haben hier irgendwelche ganz linken Forschungsexperimente gemacht. Menschenexperimente, ne? Wie man das immer so kennt aus seinen Spielen natürlich, ne? Das ist ja bei Resident Evil auch ein zentrales Thema, dass da mit Menschen herum experimentiert wird. Genau, immer der 16. Dezember 1994, also spielt auch in den 90er Jahren ganz offensichtlich. Weil diesen Kalender wird man noch öfter sehen. Auf den 16. Dezember 1994 datiert. Sehr gut, wie eine Spritze. Ah, gleich mal kontrollieren. 5 Spritzen haben wir. Auch ein bisschen Munition. Überall auch Ritterrüstung und noch irgendwelche Trophäen. Ja, hier kann man wahrscheinlich irgendwas sich angucken, aber dazu fehlt mir noch die Videokassette. Also die müssen wir hier scheinbar noch finden. Also puh, alles muss man sich merken, möglichst. Ja, da wird es sehr dunkel, da sollte ich dann genau das Feuerzeug zur Hilfe nehmen. Perfekt, habe ich den noch gemacht an der Stelle. Also hier ist auch ein Eingang, vielleicht ist es auch wieder so ein Eingang in eine andere Dimension, ne? Alles was hier irgendwie unterirdisch ist oder so, deutet ja zumindest darauf hin. Ja, ne, keine Kassette drin, ne? Da kann auch nichts abgespielt werden, ganz klar, da fehlt noch eine Videokassette, also eine Videokassette brauchen wir, eine Diskette brauchen wir. Und die Diskette da, oh, okay, genial mal diese Musik, diese Sounduntermalung. Oh oh. Hier ist es überall stockfinster. Man sieht die Hand nicht vor Augen. Also wieder dieses Element. Ne? Na, halte ich mich doch mal hoch, dachte ich. Ja, ich da das zeitliche Segne durch irgendwelche Gegner, die man ja hier hört, unverkennbar. Eine Karte der Gegend. Sehr schön, ja. Die knarzen da. Oder ist das gebälkt? Man weiß es nicht. Na, sind's die. Oh. Ja, hier sind irgendwelche Ritterrüstung mit zitternden Schwertern. Ah, habe ich mich dann kurzerhand dazu entschlossen, da lieber erstmal nicht lang zu gehen, sondern erstmal die Karte einzuheimsen. Da hört es sich so an, es sei ein Gegner, oder es wäre ein Gegner in der Nähe. Ja, da ist auch schon einer. Die dritte Gegnerart im Bunde. Das sind ja alles, ne, sehen zumindest humanoid aus, sagen wir es mal so. Das sind jetzt keine fantastischen Wesen. Das waren offenbar mal Menschen, ne? Genau, No Disc, ja, da wissen wir schon. Wo wir die Diskette, wenn wir sie denn gefunden haben, verwenden können. Also zunächst im Computer für das Passwort, das ist schon mal eine... Oder die Kamera kurz verrückt gespielt oder war es Absicht? Man weiß es immer nicht bei solchen Spielen, ne? Kann natürlich auch so ein stilistisches Element sein. Ja, wie komme ich da vorbei? Komme ich da überhaupt vorbei? Kann ich es wagen? Erinnert so ein bisschen an Clock Tower, ne? Ist mir an der Stelle auch aufgefallen, habe ich auch bemerkt. Dieses Wesen, ne? Das ist ja auch so ein komisches Wesen mit einer riesen Schere hinter einem hinterher und so, ne? Also die greifen hier unterschiedlichste Spiele auf, kann man sagen, ne? Das ist wieder ganz klassisch Resident Evil, ne? Die Ritterrüstung. Wobei es sowas mitunter auch in Tomb Raider gab, ne? Aber das Spiel hat hier nichts mit Tomb Raider zu tun. Nicht mal ansatzweise. Abgesehen mal davon, dass es eine weibliche Protagonistin ist. Eine weibliche Heldin, die wir hier wieder spielen. Warum ist es eine weibliche Figur? Ja. Eine weibliche Figur wirkt ja immer noch so ein bisschen, wie soll man sagen, ohne jetzt jemanden auf die Füße treten zu wollen. Beschützenswerter, sagen wir es mal so, ne? Schützenswerter als ein waffenstarrender Superheld oder so, ne? Weil sie hat eher auch überhaupt keine, also zumindest ging es jetzt nicht aus der Story bisher hervor, irgendwelche militärischen Ambitionen oder ja, oder hat da irgendwelche Ausbildungen in der Richtung genossen, ne? Ist halt eine ganz normale junge Frau. Dadurch wirkt denn der Horror noch intensiver, sage ich mal. Wenn irgendwelche
die Aura-Figuren auftreten und so weiter. Das ist ja nochmal so ein richtig heftiger Kontrast, also ein heftigerer Kontrast, als wenn es jetzt ein männlicher Protagonist ist, der zum Beispiel ein Chris Redfield, ne? Der ist voller Muskeln, der ist waffenstarrend, also gerade in Teil 5 von Resident Evil war das ja so der Fall, ne? Also den konnte quasi nichts mehr schocken. Weil sie ist ja eine verhältnismäßig harmlose kleine junge Frau, sag ich mal, und sehr verletzlich, ne? Viel verletzlicher als so ein muskelbepackter Superheld, sag ich mal, in Anführungsstrichen. Und ich denke mal, das war so auch der Grund hier auch wieder, ne? Das Element der Zwillinge vertreten. Hier in Form eines Kunstwerks. Genau, jetzt wird auch noch näher drauf eingegangen, also von wem dieses Kunstwerk stammt. Ja, in sämtlichen Safe-Räumen befindet sich auch jeweils immer ein Tonband. Das finde ich ganz gut. Ja, also das wäre es ja auch sinnlos, ne? Ich glaube, das war bei Resi auch so. Genau, hier der Tagebucheintrag jetzt von Mariah. 25. April 1967. Heute kommt William von seiner 7-tägigen Reise zurück. Ich kann von meinem Fenster aus sehen, wie sich sein Auto langsam nähert. Ich konnte ihn nicht begleiten, weil ich mich nicht gut gefühlt hatte. Was soll ich jetzt tun? Was soll ich ihm sagen? Wahrscheinlich nichts. Ein Blick wird genügen. Es wird nicht nötig sein, überhaupt etwas zu sagen. Mein Gesicht zu verbergen oder nichts zu sagen, wird das Unvermeidbare nur hinauszögern. Noch bevor ich die Chance habe, gutsamere Worte zu finden, wird ihn die hässliche Wahrheit durchdringen. Er wird mich ansehen und es wissen. Du hast das Baby verloren. Ist es so, Mariah? Jo, ein trauriger, sehr trauriger Umstand. Bin mal gespannt, was aus denen geworden ist. Also aus William und Mariah. Die Zwillinge scheinen sich ja noch hier irgendwo aufzuhalten. Oh, sehr schöne Bilder auch da. Würde sich doch jeder bestimmt gerne in sein Wohnzimmer hängen, ne? Na gut, wenn man keine Gäste mag oder so, ne, dann hängt man sich sowas auf, ganz klar. Obwohl es ja auch was hat. Ne? Es hat auch was Schönes, so ein menschlicher Schädel. Auch da wieder die Zwillingselemente, ne? Die Figuren, die da standen in der Ecke. Aber die zucken auch noch, diese Gegner, so widerlich, ne? Also als würden sie jeden Moment wieder zum Leben erweckt. Ah, ich traue diese diesen Figuren noch nicht. Gehe ich jetzt nochmal rein? Das weiß ich nicht. Wollte ich nochmal speichern? Habe ich hier gespeichert? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht hatte ich noch nicht gespeichert, ne? Jetzt will ich doch mal speichern. Ah, ich habe 3 Farbbänder. Ja, da können wir es ruhig wagen, habe ich dann gesagt in dem Moment. Genau. Ja, lieber nochmal speichern, als dann alles nochmal spielen zu müssen. Den bisherigen Progress zu verlieren, obwohl es jetzt nicht viel war. Ich meine, wir haben uns ja nur mehr oder weniger umgesehen. Das wenigste haben wir eingesammelt, aber man weiß ja nie, ne? So geht man nochmal auf Nummer sicher. Vielleicht legt es das Spiel auch darauf an, dass man an der Stelle speichert. Kann natürlich alles sein, ne? Indem man den Ritter plötzlich dann zusammenschlagen, aber nein. Sie zittern nur, da ist noch so ein Gegner. Ein Clocktower-Gegner. Ja, nee, da hier war ja nichts. Na, hier haben wir ja nicht die Disk. Die fehlt uns noch. Oh Mann. Also ist hier wirklich wichtig, sich alles zu merken, auf jeden Fall, ne? Sonst kriegt man ja früher später Probe, aber das ist ja in den alten Resident Evil Teilen. Einschließlich natürlich der Remakes. Also die Remakes der ersten Stunde so, ne, die erstmal für den GameCube zunächst umgesetzt wurden, aufgrund eines Exklusivvertrages mit Nintendo oder zwischen Nintendo und Capcom. Und dadurch wollten sie ja damals den GameCube so ein bisschen pushen. Na, wer kennt sie denn nicht? Don Quixote und Sancho Panza. Wie hieß er? Sancho Panza. Ich weiß nicht mehr, wie er genau hieß. Der Gute. Aber das sind auf jeden Fall diese beiden Romanfiguren. Natürlich auch bekannt. Sehr bekannt in Chile, nehme ich mal an. Na. Aus dem spanischen Raum auf jeden Fall.
Sancho Pancho? Nee, das klingt ein bisschen klopp. Ich glaube Sancho Panza oder irgendwie so hieß der. Weiß es nicht mehr genau, also könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Muss ich mal selber recherchieren. Don Quixote. Der gegen die Windmühlen kämpft. Ich glaube, von daher stammt auch das, diese Redewendung, ne? Man kämpft gegen Windmühlen. Also wenn irgendeine Lage aussichtslos erscheint oder in irgendeine Diskussion, ne, dann bedient man sich ja gerne dieses wörtlichen Bildes, ne? Oh, also stockfinster. Eieiei, wenn hier Gegner sind, habe ich ein Problem. Nö. Hier waren wir nämlich schon. Genau, hier geht's wieder zurück. Ja, in dieser Folge habe ich alles erstmal so ein bisschen erkundet. Genau, hier haben wir das Stethoskop, genau, ja. Da ist ein Rhythmus, den muss man sich merken. Der Rhythmus, der Mitmus. Der wird noch wichtig, ganz klar, ne? Also wenn euer Herz so schlägt, dann solltet ihr dringend zum Arzt. So viel steht fest. Also sehr, sehr asynchron schlägt das Herz, ne? Was für ein Bass. Wahnsinn. Merke ich direkt über meine Kopfhörer, obwohl die relativ günstig sind, die ich habe. Und zwar Sennheiser. Aber die von der günstigeren Sorte. Aber der Sound ist trotzdem genial, kann ich nur empfehlen. Sennheiser machen Top-Kopfhörer. Hashtag not sponsored. So, und da mache ich auch schon Schluss mit der Folge. Also dann bye bye, ciao ciao. Bis zum nächsten Mal, euer Eschak. Lasst es euch gut gehen. Und falls euch die Folge gefallen hat, bis dahin, lasst ein Like an da. Bis dann.